Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Unser neues Format mit Dirk Helger und Stereo Trader. Sie haben in diesem Webinar die Möglichkeit, Fragen zu stellen, alles was mit dem Stereo Trader zu tun hat und gleichzeitig, wenn es auch seitens Dirk irgendwas Neues zu berichten gibt, dann an der Stelle natürlich auch. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader sehr herzlich zum heutigen Termin. Ich freue mich, dass ja wieder mal so viele Teilnehmer anwesend sind und das Interesse immer noch groß ist. Und wir haben schon im Vorfeld Fragen zugesendet bekommen, also auch an Sie. Sie haben die Möglichkeit, uns vorab schon Fragen per E-Mail zu stellen. Diese leite ich dann an Dirk weiter und können dann entsprechend dann auch gleich beantwortet werden. Ja, also gerne dann eine E-Mail an uns, an service@fxflat.com. Vielleicht mit Betreff Webinar Helpdesk oder Stereo Trader. Dann kann man das besser zuordnen und wir leiten dann diese entsprechend weiter. Prima. Dann, Dirk, leite ich jetzt mal oder übergebe den Bildschirm an dich und wünsche allen viel Spaß. Ich bin wie immer im Hintergrund. Jo, dann auch herzlich willkommen von meiner Seite hier aus Köln. Ich muss ja gerade feststellen, wir sind ja alle so ein bisschen verrückt, weil es wahrscheinlich einer irgendwie der letzten schönen Sommerabende draußen scheint die Sonne und wir sitzen drin hier vor der Kiste. Eigentlich schon traurig genug. Aber was man nicht alles tut. Wenn man das bitte? Alles vorher planen könnte, ne? Ja, ne? Dann würden wir immer nur Webinare machen, wenn es regnet. Aber das ist richtig. Halt, kann man nicht. ja, der Nelson hat es ja schon gesagt, auch, es geht hier darum, ist so ein bisschen Sprechstunde, könnte man es eigentlich auch nennen. Und ich will halt versuchen, einfach Fragen, die sonst im Support kommen oder dort vielleicht nicht gut zu beantworten sind oder in Textform, halt hier versuchen dann drauf einzugehen und hoffentlich auch so viele Lösungen wie möglich für Problemchen und Wehwehchen dann halt eben auch zu liefern. Nelson, willst du die Fragen einfach mal einstreuen? Weil ich muss gestehen, ich habe gerade hier meinen E-Mail-Account zugemacht, das heißt, die Fragen habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Okay. Wenn wir die einfach der Reihe nach durchgehen wollen. Außer vielleicht das, auf das ich dich angesprochen habe, die Frage vielleicht nicht unbedingt. Ja, alles klar. okay. Dann würde ich erstmal direkt hier, weil hier einige Teilnehmer schon sehr aktiv sind und bereits Fragen gestellt haben, dann würde ich die jetzt erstmal nehmen und dann können wir auf die Fragen von der E-Mail eingehen. Die erste Frage wäre, wie muss ich mit Panel Safe Settings umgehen? Oh, das ist gleich das Thema Programmierung, ne? Ich hoffe, der Martin ist uns nicht böse, wenn wir das ein bisschen hinten anstellen, weil ich denke, das betrifft die wenigsten. Ich würde dann eher so die Programmiergeschichten echt eher am Schluss machen. Okay, okay, hat der Martin sagt schon okay. Zugestimmt. Wunderbar, dann können wir die nächste Frage. Übrigens, hier, wir werden ja im September ein Webinar auch extra für die Programmierung machen. Der Termin ist auch schon online, also falls Sie da Interesse haben, können Sie sich sehr gerne dafür anmelden. Ja. Ich werde den Link gleich nochmal in den Chat kopieren. Ja, vielleicht auch ein kurzer Einwand. Also es geht ja in dem Webinar, das ist ja jetzt für uns, wie der Nelson schon gesagt hat, jetzt auch ein neues Format. Das heißt, wir müssen es auch mal ein bisschen einschießen. Und es soll also nicht nur darum gehen, finde ich, so nach dem Motto, welchen Knopf muss ich drücken, dass das passiert, sondern man kann auch gerne mal Fragen stellen, wie man zum Beispiel halt Trades einfach, also wenn man halt eine Aufgabenstellung hat von einem Trade, wie man den vielleicht clever umsetzen kann. Also sowas würde ich mir halt auch wünschen, weil das ja eben dann auch alle betrifft und man damit vielleicht auch auf Ideen kommt, wie man hier eben mit dem Stereo Trader eben halt auch Trades anders managen kann als mit anderen Plattformen. Also da, wenn der Richtung was da ist, auch sehr gerne. Und natürlich auch alles Technische klar, was die Plattform angeht. Okay, gut. Nächste Frage wäre. Die nächste Frage wäre, wie sind die verschiedenen Money Lines W7, W5 definiert? Das ist natürlich gerade schon so ein bisschen eine knifflige Frage. Also das Ding ist, das ist natürlich ein eigener Algorithmus, ja. Und das ist nicht Public Domain, das ist auch nicht sonst irgendwo abgeschrieben und das findet sich auch nicht in Lehrbüchern. Und von daher kann ich das natürlich nicht 100% offenlegen.
Es ist aber grundsätzlich so, also die Moneylines, um das vielleicht auch mal anzusprechen, für die, die es nicht kennen, also gibt es hier unten bei Chart gibt's so ein Knöpfchen und das leuchtet in blau auf, hier Moneylines. Und der sucht halt rückwirkend 400 Tage, also bis zu 400 Tagen, sucht der Volumenclusterungen sozusagen. Und generell kann man, um das jetzt aber halt so gut wie möglich zu beantworten, also hier sieht man halt, das ist der Algorithmus, der dann zugrunde liegt und voreingestellt ist W73C. Das heißt, ganz grob, W7 ist halt letzten Endes eine, die Clusterbreite, ja, also jetzt hier zum Beispiel in Punkten, dürfte halt nicht mehr als 7 Punkte sein oder alles, was sich innerhalb von Bereichen findet, die man auf 7 Punkte zusammenfassen kann, dort wird dann nach mindestens 3 Bestätigungen gesucht. Ja, also das heißt halt hier Clusterbreite 7 Punkte und mindestens 3 Bestätigungen und dann würde an der Stelle eine Moneyline erzeugt. Und das heißt natürlich auch, je größer dieser Wert ist, ja, das sieht man ja auch, wenn ich zum Beispiel auf 18 gehe, kommt hier wahrscheinlich gar nichts. Doch, da kommt hier unten eine. Das heißt, die hatte dann halt, das ist ein größeres Cluster. Also eigentlich ist wäre diese Linie dicker. Die wird aber halt eben so zusammengerechnet, dass halt ein möglichst genauer Punkt übrig bleibt. Man sieht es ja auch hier, das funktioniert ja auch wunderbar. Und das ist jetzt auch kein Cluster, was jetzt heute entstanden ist. Ich bin ja hier im 5-Minuten-Chart, sondern das ist wesentlich älter. Also das ist, das kann halt sehr gut sein, dass es dann auch noch von, wie weit geht denn hier zurück, der Chart, kommen wir bis 2015, ja. Das heißt, der geht dann auch wahrscheinlich bis 2015 zurück, die Berechnung. Und wie hoch die Genauigkeit ist, ja, das sieht man ja hier. Ne? Es ist jetzt, jetzt nicht so krass genau, also aber trotzdem hier mit einer Range irgendwie von 10, 15 Punkten, kann man das halt schon handeln, ja. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, also würde ich mal behaupten, die statistische Wahrscheinlichkeit, je höher dieser Wert ist, und desto verlässlicher auch der Wert. Das sieht man hier oben auch nur einmal dran gelaufen, abgeprallt und hier unten eben das gleiche wieder. Ich kann mal versuchen, ein Stück zurückzugehen. Das sieht man dann wahrscheinlich auch nochmal hier irgendwo. Ja, hier unten, da auch, geht natürlich auch mal durch, logisch. Aber trotzdem nicht ohne Backtest, wie man sieht. Und das ist schon relativ genau. Und wie gesagt, je höher dieser Wert, desto verlässlicher. Und 9C heißt dann halt hier auch zum Beispiel, es müssen 9 Bestätigungen in der Vergangenheit da gewesen sein in diesem Cluster, damit es entsprechend gewertet wird. Und umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus. Also das, hier ist immer der Tageschart die Basis und hier ist es der H4 bei den anderen. Und wenn zum Beispiel simpel würde heißen, alles, was gerade so kommt. Ja. Und entsprechend wüst sieht es natürlich aus. Ob man das handeln kann, weiß ich gar nicht. Vielleicht im M1 für Skyping oder um sich selber da halt irgendwie einen Reim drauf zu machen, warum ausgerechnet die M1-Kerze hier und da und da und da halt eben endet. Ja. Weil es halt, denke ich mal, schon Algorithmen sind, die auch von anderen Handelsrobotern eingesetzt werden. War das soweit verständlich und ausreichend, hoffe ich? Kann der Teilnehmer auch direkt und natürlich auch alle anderen Teilnehmer vielleicht ein kurzes Feedback geben. Okay. Ja. Dazu auch direkt die Anschlussfrage des Teilnehmers. Wollte er wissen, ob es eine Empfehlung gibt für die verschiedenen Produkte, also Forex, Indizes, ob man da entsprechend wählen kann. Also wo ich halt schon oft gesehen habe, dass es wirklich recht sauber läuft, kann ich mal kurz versuchen, das ist im Euro. Also der Euro hat da schon seinen Spaß dran an diesen Moneylines. Das habe ich schon öfters festgestellt. Also wenn man da irgendwie kurzfristige Übertreibungen sucht als Beispiel, mal gucken, was jetzt hier funktioniert. So, übrigens wegen der Bildnummer, die ich hier habe, ja, also sieht man hier, ich bin bei 1803, die gibt es noch nicht. Nicht irritieren lassen, aktuell draußen ist die 1800. Und da kommen jetzt noch ein paar letzte kleine Änderungen, bevor jetzt halt das MetaTrader 5 Release kommt und dann war es das aber mit dieser Version hier. Beziehungsweise für dieses Jahr. So, dann gucken wir mal im Euro. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein Bereich, der ist natürlich jetzt frisch für den Euro, da reicht jetzt auch möglicherweise die Historie nicht. Ich versuche mal hier ein Stück zurückzugehen, mal gucken, wie weit ich komme. Also da, ich soll vielleicht mal ausschalten, das wäre ja clever. Oder einfach mal hier diese
lustigen Funktionen nutzen. So, mal gucken, ob wir da irgendwo was finden. Ja, da sieht man schon ein bisschen deutlicher. Ne? Also wenn man jetzt hier mal ein bisschen zurückgeht, da ist es schon ziemlich genau, was da passiert. Also an jeder Einzelnen eigentlich. Ja, läuft auch hier mal dran, prallt da wieder ab. Dann hier, gut, dann geht mal eine durch, dann ist es eben die nächste. Da auch wieder genau hier, genau bevor es durchgegangen ist, da genau gebremst, hier oben wieder. Also im Euro, glaube ich, kann man, also ich habe jetzt auch, muss ich halt gestehen, jetzt nicht unbedingt direkt eine Handelsstrategie, wo ich sage, so und so macht man das damit. Habe aber auch schon öfters den Euro damit geskypt. Also gerade wenn der so ein bisschen orientierungslos ist oder wenn halt nicht allzu viel Volumen im Markt ist, funktionieren die eigentlich schon gut. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Okay, nächste. Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Also ich glaube, der letzte Download war tatsächlich auch schon 1801. Habe ich zumindest schon installiert auch, ne? Ja, möglich, ja. Gut, nächste Frage bezieht sich auf Einstiegsstrategien. Möchte der Teilnehmer gerne mehr was dazu wissen, aber ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt drauf eingehen möchtest. Ist jetzt keine direkte Frage, was den Sale Trader betrifft, aber vielleicht sagst du was dazu. Ja, das sollte man schon ein bisschen genauer spezifizieren, ne? Also ich meine, es gibt ja etliche Möglichkeiten, den Einstieg zu entsprechend mit dem Stereo Trader zu gestalten, zum Beispiel einfach, indem man halt Orders halt trailt, ja, und zum Beispiel in Rückläufen reingeht. Also Thorsten Helbig zum Beispiel, der auch den Stereo Trader hat und in einer eigenen Edition da eben unterwegs ist, der arbeitet zum Beispiel sehr viel mit dem Euro und lässt sich dort halt zum Beispiel in Rückläufe einstoppen. Das heißt, das sieht dann zum Beispiel so aus. Gut, ist hier natürlich gerade ein ganz denkbar schlechtes Beispiel. Der Euro ist ja nur am Klettern. Nur geht er dann halt zum Beispiel hin und würde dann jetzt, wenn er zum Beispiel hier einen Short-Einstieg suchen würde, das ist jetzt natürlich Quatsch. Ja, also eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, müsste jetzt warten, bis der hier ein bisschen in die Korrektur geht. Und dann innerhalb von der Korrektur ist es dann halt zum Beispiel so, dann kommt die Order dann halt eben oben drüber. Und entsprechend dann halt, wahrscheinlich werde ich jetzt hier direkt abgeholt, weil das ist natürlich jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Aber halt, das heißt, die Order kommt oben drüber und benutzt dann halt hier zum Beispiel dann den PLH1. Das heißt, ist jetzt hier eingestellt mit 5 Punkten Abstand. Und wenn der zum Beispiel auf 1 steht, dann wird dann letzten Endes immer die letzte fertige Kerze, also egal welcher Timeframe jetzt aktuell auf 5 Minuten eingestellt, wird dann oberhalb dem Hoch der letzten Kerze dann halt nachgeführt. Und das heißt, wenn ich dann so eine Abwärtsbewegung habe, ja, und jetzt mal angenommen, wir kriegen halt hier, nur mal zum Beispiel, das ist ja jetzt nur mal so eine Fixidee, die hat jetzt natürlich überhaupt gar keine Bewandtnis, weil er jetzt irgendwie gerade nur am Klettern ist und man ja nicht mehr wirklich davon ausgehen kann, dass der hier überhaupt mal ein paar Punkte zurückkommt. Aber würde er es tun, um das mal zu zeigen, würde er es tun, könnte man das dann zum Beispiel so machen, dass man halt, angenommen, hier würde jetzt hier die Korrektur starten, nur mal als Beispiel, man weiß ja nicht, bis wohin die läuft. Und das wäre dann halt so der Wunschweg sozusagen, ja, dass er halt hier runterklettert. Und dann würde diese Order, würde einfach letzten Endes immer dem Schlusskurs hinterherlaufen, hinterherlaufen, hinterherlaufen. Und zwar so lange, bis halt es einen Rücksetzer nach oben gibt. Ja, und so kann man sich halt dann zum Beispiel automatisiert in den Handel aus der Korrektur einstoppen lassen. Aber es ist natürlich nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch etliche andere, wie man das machen kann. Aber das, um Nummer eins zu nennen. Also wenn man da halt irgendwie einen konkreten Ansatz hat und man sagt, ja, ich handle gerne so und so, dann gerne mal näher beschreiben. Und dann versuche ich das dann auch irgendwie zu lösen beziehungsweise darauf einzugehen. Okay, nächste Frage. Wie kann ich mit dem Stereo Trader automatisiert nach 10 Punkten einen Teilverkauf auslösen und der Stop-Loss soll dann auf Break-Even gehen? Und zwar wie folgt, ich gehe jetzt hier einfach mal long, ist ja ein Demokonto, tut ja nicht weh. Ja gut, hier im Euro sitzt es vielleicht ein bisschen blöd mit Punkten, ich mache das lieber mal im DAX. So, mal angenommen, der DAX geht jetzt long. So, das heißt, dann wäre der Plan ja, also die Frage war dann halt nach 10 Punkten, macht man dann halt in der Form, dass man dann letzten Endes, also wenn es jetzt ein Teilverkauf sein soll, dafür ist die Position jetzt natürlich ein bisschen klein, ich gebe einfach mal noch hier noch ein bisschen was dazu.
So, mal angenommen, ich bin jetzt hier mit 4 Kontrakten, bin ich jetzt hier gerade long. Nach 10 Punkten möchte ich Break-Even sein und gleichzeitig einen Teilverkauf, richtig? So, und dann stelle ich hier meinen Trail-Beginn, BE, den stelle ich auf 10. So, das ist das Ding hier, das springt ja dann nach oben. Aktiviere mein BET, das heißt, das ist letzten Endes die Break-Even-Absicherung vom Trail. So, den Trail muss ich aber dafür nicht verwenden, sondern ich kann ja nur die Break-Even-Absicherung verwenden. Das heißt, damit habe ich schon mal eine Sache schon mal erledigt, nämlich, dass wenn der hier oben hinkommt, ist meine Position Break-Even plus, was auch immer hier eingestellt ist. Hier kommt ja ein Wert dazu, das ist ja Break-Even plus 2. Ich kann auch den genauso gut einfach auf 0 stellen, weil das ist das, was zum Break-Even dazu gerechnet wird. Ja, es ist halt einfach um Spread und sowas halt zu kompensieren. Oder stellen jetzt einfach mal auf 1. Das heißt, wenn der Kollege DAX jetzt hier 10 Punkten hochgehen würde, würde halt mein Stop-Loss auf plus 1 letzten Endes abgesichert. Also würde dann halt ungefähr hierher laufen, dahin springen. So, das ist der eine Teil. Und dann war ja die Frage, wie mache ich das mit einem Teilverkauf? Ganz einfach. Mal angenommen, ich will jetzt hier 2/3 raushaben von den 5 Kontrakten. Und dann wäre das zum Beispiel jetzt stimmt es nicht genau, aber ungefähr, ich will 3 Kontrakte raushaben. Das heißt, ich lege hier einfach eine Gegenorder hin, einfach an die gleiche Stelle. So, und das würde genau das dann halt eben entsprechend erfüllen. Das heißt, nochmal, hier oben wird Break-Even abgesichert. Gleichzeitig verkaufe ich hier 3 von meinen Kontrakten. Und ja, so kann man das machen. Muss man aber hier wahrscheinlich auch bedenken, dass der richtige Handelsmodus aktiviert ist, ne? Genau, das geht natürlich nur mit dem Stereo-Future-Modus, weil der kumuliert das ja. Ja, dem ist das ja egal, ob mit wie viel ich jetzt Long, Short oder was auch immer bin. Ja, das heißt, wenn der hier hinkommt und dann der guckt einfach nur, was ist im Pot drin. Das wären jetzt hier aktuell 5 Punkte. Und verkleinert den Pot dann halt eben um 3. Ob da jetzt 10 drin sind oder ob man auch Short ist, das ist dem letzten Endes auch egal. Vielleicht aber noch eine Ergänzung hierzu. Weil es ist natürlich, kann es ja auch passieren, dass ich jetzt hier im Stop-Loss ende und letzten Endes die Order da oben gar nicht getroffen wird. Das würde aber dann bedeuten, dass ich hier unten ein Minus habe und oben noch eine Order, die vorhanden ist. Das kann man damit umgehen. Also das heißt, letzten Endes will ich ja dann flat sein. Ich will ja keine Order übrig haben. Und das macht man damit, indem man hier bei Auto-Exit Orders löschen. Das bedeutet immer, also wenn Orders löschen ausgewählt ist, das heißt, immer wenn ich flat bin, werden verbleibende Orders gelöscht. Und so dann auch in dem Fall, das heißt, würde jetzt hier mein Stop-Loss getroffen, kann ich ja mal zeigen, vielleicht läuft er jetzt kurz dahin, würde jetzt hier mein Stop-Loss getroffen, dann ist da oben die Order auch automatisch weg. Und dann habe ich nicht irgendwas im Markt übrig, was ich da gar nicht halt haben will. Zack. Ja, hat man gesehen, bin jetzt hier in Stop reingelaufen und es ist alles weg. Und dann muss ich mich natürlich auch nicht drum kümmern, ob da jetzt noch irgendwas drin ist, ob ich eine Order vergessen habe und so weiter. Und wer sich jetzt wundert, da kann ich nachher noch kurz drauf eingehen, warum jetzt hier überhaupt der Stop-Loss getroffen wurde, weil es war ja erst der Bid dran und nicht der Ask. In dem nächsten Release, ja, ich kann es ja kurz erklären, im nächsten Release gibt es eine Erweiterung von dem von der visuellen Ausführung. Das heißt, die betrifft dann auch Stop-Loss und so weiter und so fort. Und das kann man dann entsprechend alles auf dem Bid ausführen lassen. Das heißt, hier hätte ich ja eigentlich jetzt mit dem Ask hingemusst, nicht mit dem Bid. Und deswegen ist das jetzt hier an der Stelle schon passiert. Das heißt, mit der nächsten Version kann man dann, wenn man das hier ausgewählt hat, also hier bei Trading, wo ist es? Visuelle Ausführung. Und wenn das alles aktiviert ist und dann wird alles komplett durch die Bank auf dem Bid ausgeführt. Das heißt, ich muss mir auch keine Gedanken mehr drüber machen, ob jetzt meine Break-Even-Absicherung bei Short-Positionen genau richtig sitzt, ob der Spread da drin ist und so weiter, sondern arbeite da rein visuell. Das war jetzt übrigens gerade der Grund. Aber mit dem Teilverkauf und so weiter, war das soweit jetzt verstanden? Wenn nicht, einfach nochmal nachhaken. Genau, einfach dann kurz reinschreiben, dann gehen wir nochmal drauf ein, wenn es sein muss. Das war der Frank, ne? Genau. Genau. Das Server SL sollte natürlich auf BE gehen, ja, das ist ja passiert. Ja, super, okay. Super, alles erklärt, wunderbar. Hast du auch direkt auch schon die letzte Frage, die reingekommen ist, auch direkt mit beantwortet, sehr schön. Dann kommen wir zu einer etwas längere Frage, beziehungsweise drei Fragen. Aber erst einmal möchte ich natürlich
den ganzen Beitrag hier vorlesen. Hallo Dirk, mal vorweg, Kompliment an dich. Der Stereo-Trader ist absolut super. Muss an der Stelle auch mal gesagt sein. Drei Fragen zur strategischen Order, die ich im History-Trading nicht rausgefunden habe. Im Stereo-Hedge-Modus gibt es einen Unterschied, ob Long und Short gleichzeitig aktiviert ist oder ob seitwärts ausgewählt ist? Und wenn ja, welche? Ja, danke erstmal für die Blumen. Freut mich natürlich. Im Stereo-Hedge-Mode gibt es einen Unterschied, ob Long und Short gleichzeitig aktiviert ist und ob seitwärts ausgewählt ist. Verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz. Wenn ja, welchen? Ja, es gibt einen Unterschied. Und wenn ich aktiviere das mal eben kurz, damit wir alle mal wissen, worüber wir reden, ändere dazu hier mal auf den Stereo-Hedge-Mode, weil mit dem kann man ja tatsächlich einen Seitwärtsmarkt handeln. Also halb automatisiert. Und das ist dann hier die strategische Order. Ich wähle jetzt hier einfach mal irgendein Preset aus. Und hier gibt es ja wirklich seitwärts. Und ich mache das hier mal alles aus, beziehungsweise aktiviere mal nur den Trail. Und wenn ich jetzt hier auf seitwärts klicke, bastelt er mir hier ein lustiges Grid, was irgendwie hier gerade extrem zäh ist bei mir alles, warum auch immer. So, und das heißt, wir würden dann hier in alle Richtungen jetzt mitnehmen, die ganze Geschichte. Und das heißt, ich habe ja hier schon ein, so oder so jetzt ein Seitwärts. Ja? Also ich würde jetzt jede Auf- und Abbewegung würde ich jetzt hier quasi versuchen mitzunehmen. Und der Unterschied ist eigentlich nur, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier seitwärts geklickt. Ja? Das heißt, er hat mir ja nach oben und unten hat er mir jeweils da die Orders der dann auch hingesetzt. Ich mache das hier ein bisschen, warum das hier so zäh ist, würde ich gerne mal wissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Bildschirmübertragung liegt. Das ist ja extrem zäh. Normalerweise sind die Orders ja innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde sind die ja platziert. Und das heißt, ich habe jetzt hier seitwärts geklickt nochmal und er hat mir Short Orders hingelegt, als eben halt auch Long Orders und würde jetzt halt hier alles kreuz und quer auflösen. Ich mache den Stop Loss mal weg. Das macht teilweise wenig Sinn im Hedge-Modus. Und ich könnte jetzt natürlich auch, ich hoffe, die Frage oder meine Antwort geht in die richtige Richtung. Ich hätte jetzt natürlich auch, ich mache mal hier flat, ich hätte natürlich auch sagen können, ja, geh du mal long. Das ist ja hier echt Tempo wie ein Sack Muscheln gerade. So, und geh short. Ja, ist ja auch gewissermaßen seitwärts. Der Unterschied liegt aber in der Platzierung vom Grid. Weil der versucht, also von den Order-Positionen, weil hier wird nämlich versucht, möglichst die Orders so zu platzieren, dass die nicht direkt aufeinander liegen. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied von der ganzen Geschichte. Und ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht, ob das halt hier gefiltert ist oder nicht. Ja, doch, geht auch beides. Das heißt, ich kann das halt sowohl halt entweder mit seitwärts nutzen, habe dann auch einen Knopfdruck gespart und dann oft eben halt auch eine bessere Platzierung vom Grid oder kann halt eben ansonsten hier Long und Short klicken. Also wenn das irgendwie meine Antwort völlig Banane war, einfach nochmal sagen. Dann fragt die Dagmar noch, hast du ein Add-on für einen Zeitfilter? Wenn ich über Auto-Exit das Zeitfenster auswähle, bekomme ich außerhalb der Zeiten ständig Fehlermeldung vom System. Ja, kann man relativ leicht programmieren. Die Frage ist nur, ich meine, die Fehlermeldungen kommen ja nur dann, wenn man versucht, eine Order aufzugeben. Also die einfachste Variante wäre dann keine Order aufgeben. Oder ist das jetzt bezogen hier auf die strategische Order, dass dort dann halt ein Zeitfilter wäre? Ja. Also und wenn, okay, und wenn, müsste man das halt ja, letzten Endes Programmierung, klar, es kommen halt dann ansonsten Fehlermeldungen. Gut, die tun ja auch nicht unbedingt weh, sehen vielleicht ein bisschen unschön aus, aber vom Prinzip her macht er ja dann nur seinen Job und handelt dann nicht in dem Zeitraum. Aber kann man ja vielleicht mal irgendwie im Rahmen von den anderen Webinaren für die Programmierung, kann man das ja vielleicht mal schnell machen. Also ist eigentlich kein Hexenwerk, wenn du sagst, okay, ich will grundsätzlich in dem Zeitrahmen immer Long und Short sein und dann ist das halt ein Dreizeiler und dann ist das programmiert. So, und dann kommt noch eine dritte Frage. Welche Erfahrungen zu Erfolgswahrscheinlichkeit hast du im DAX mit den verschiedenen Vorschlägen?
Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen risky die Frage. Nachher sage ich ja damit und dann verbrennst du da nachher dann irgendwie in ein Einfamilienhaus und du sagst dann, ich hätte gesagt, das wäre sinnvoll gewesen. Also ich kann da, ich darf auch keine Empfehlungen abgeben. Ich denke mal, das ist auch jedem klar. Aber grundsätzlich, also wenn ich das einsetze und ich mache es zu selten, muss ich halt echt gestehen, das sind dann eher so dann die Mitglieder aus der Gruppe, wo ich dann immer mitbekomme, ja, heute mal wieder hier, ATR3 hat wieder einen super Job gemacht und wo ich mich jedes Mal frage, warum fällt mir das eigentlich nicht ein? Ich habe das Ding ja programmiert. Also das ist auf jeden Fall einer, der in Seitwärtsphasen schon oft gute Ergebnisse gebracht hat. Also im M5 eben, ich bin jetzt hier im M1, ist natürlich Quatsch, das hier zu machen, aber im M5 ist halt der 5-mal ATR durch 3. Und das heißt, übersetzt, um das auch nur mal für diejenigen, die das nicht kennen, denen das alles nichts sagt. Das heißt, er legt 5 Orders in einem Abstand von der ATR, von einem Drittel der ATR. Ja, und wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mal mache, mache ich mal erstmal Reset. Boah, ist mein Computer hier langsam, das ist unglaublich. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei 5-mal ATR3, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich gehe jetzt hier long und dann packt er hier genau 5 Orders hin in dem Abstand. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil das betrifft die Limit Orders, die 5, ne? Also die unterhalb. Und die haben genau einen Abstand von einem Drittel der ATR. ATR ist einfach nur die Average True Range. Das heißt also die sozusagen die wahre Durchschnittslänge einer Kerze. Und das sind halt zum Beispiel Gaps und so weiter, sind da mitgerechnet. Spielt im 5-Minuten-Chart nicht so wirklich eine Rolle mit den Gaps. Aber halt, und deswegen heißt es halt True Range und nicht einfach nur Range. Und das ist halt dann jeweils ein Drittel. Und hat einfach zur Folge, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding mit einer Kerze weg ist, ja, ist halt relativ gering. So oder so nicht, weil die ja alle verkettet sind wiederum. Das heißt, er kann gar nicht durchfallen und alle Orders fillen, sondern würde die alle mit runterziehen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn er jetzt irgendwie hier runter krabbeln würde, halt doch sehr groß, dass er es nicht in einer 5-Minuten-Kerze schafft, weil es halt ist ja 5-mal ein Drittel, das heißt, ich liege hier rund die Hälfte über halt, also über dem eigentlichen Durchschnitt drüber und deswegen rechne ich in dem Bereich dann auch schon eher mit einer Reaktion. Und muss man doch trotzdem im Auge behalten, kann man nicht blind handeln natürlich, aber ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Wert. Okay, wir Ja. haben ja noch andere Teilnehmer hier. Nelson, du hast bestimmt schon mal was Ja, ich rausgesucht. habe ein Thema wurde jetzt auch schon zweimal gefragt, natürlich sehr interessiert, wann die MT5-Version kommt und das deutsche Handbuch. Ja, also MT5-Version aktuell mit Hochdruck. Da muss leider Metaquotes noch ein bisschen ran, weil es da halt noch ein paar kleine Baustellen gibt, die das Ganze momentan so ein bisschen bremsen. Und weil es natürlich so sein wird, dass es ja nachher nicht zwei komplett verschiedene Stereo-Trader gibt, sondern der wird genauso aussehen im MetaTrader 5. Und es werden halt so wenig wie möglich Unterschiede einfach sein. Und deswegen müssen so ein paar Sachen momentan zusammengehen. Aber wie gesagt, da bin ich aktuell ein bisschen gebremst. Ich rechne aber trotzdem damit, dass nächsten Monat ein erster Pre-Release da sein wird. Also im Laufe des nächsten Monats. Was war jetzt die zweite Frage noch davon? Deutsche Handbuch. Gute Frage, nächste Frage. Müsste mal jemand machen. Also es hat aber schon tatsächlich auch schon mal jemand angeboten. Ich müsste aber nochmal nachhaken, weil ich selber schaffe es einfach zeitlich nicht. Weil wir auch schon die ganzen Webinare und so weiter ja auch schon auf Deutsch machen. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass man trotzdem damit irgendwie rumkommt. Aber klar, wird kommen, auf jeden Fall. Also nur nicht unbedingt heute oder morgen. Also Bewerbungen leiten wir gerne weiter, wer das gerne übernehmen möchte. Genau. Prima. Gibt es eine Info, wenn eine neue Version des Stereo-Traders gibt? Ja, das wird einfach eingeblendet. Also sobald es eine offizielle Version gibt, also es gibt immer zwischendurch mal wieder neue Bildnummern, ja, also wie zum Beispiel die 1800, die ist jetzt aber noch nicht groß angekündigt, sondern da wird jetzt halt, also die kann man schon runterladen, wenn man das möchte und ist aber nicht zwingend notwendig, weil die kann jetzt nicht wirklich was Neues.
sondern es hat halt nur so ein paar Detailverbesserungen, betrifft auch in erster Linie die Programmierer, die also mit dem StereoTrader halt programmieren. Und aber sobald es eine neue offizielle Version gibt, erscheint hier mit einem StereoTrader, wenn man das Ding startet, wird einmal am Tag überprüft, auch wenn man es nicht neu startet, einmal am Tag wird geguckt, gibt es eine neue Version und wenn ja, kriegt man das angezeigt. Also man verpasst es auf keinen Fall. Okay, dann nächste Frage. Eine Frage zum Auto-Exit bzw. die Zeiten damit verbunden. Ob das die Serverzeit ist oder die lokale Zeit? Das ist so vorausgesetzt, es ist alles richtig eingestellt. Das heißt, ich habe ja hier, ich schaue das mal wieder kurz um, auch hier auf den anderen Modus. Ich habe ja hier bei Instrument, stelle ich ja meine Zeiten ein, ja. Und die müssen natürlich passen. Das sind jetzt hier die passenden Einstellungen für FX Flat. Das heißt 1.0 EU, USA, New York. Wenn das richtig eingestellt ist, und dann sind alle Zeiteinstellungen beziehen sich immer auf die lokale Zeit. Also auch die, und das war ja die Frage. Ja, ja, mach du ruhig zu. Ja, nein. Ach, jetzt lässt er mich hier nicht mehr in den Modus rein. Er ist ja manchmal schon schlau, ne? So, nochmal kurz umstellen, damit es hier ein bisschen übersichtlicher bleibt. So, also hier das Ganze, hier steht hier halt auch Handelszeit, steht ja aktuell 18.33 Uhr, das ist auch die Referenz. Und deswegen steht die auch hier oben. Und da sieht man ja halt auch, ist ja entsprechend halt auch hier die Uhrzeit und unsere lokale Zeit. Und wenn ich die, die Zeiten verkurbele, ja, also jetzt hier bei, wo ich es gerade gezeigt habe, bei Instrument, und dann stimmt auch höchstwahrscheinlich die lokale Zeit nicht. Also wenn das richtig eingestellt ist, immer die Handelszeit. Gilt auch für die Add-ons, also wenn ich zum Beispiel hier das STX30 drauf mache, nur mal als Beispiel, das ist ja diese Indikation für den DAX, die auch zum Beispiel eine Open Range und so weiter anzeigen kann, wobei, hat auch funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt keine Gewähr, dass es heute hier solche Sachen funktionieren, weil die API, also die Programmierschnittstelle, kriegt gerade eine größere Änderung verpasst. Das heißt, hier steht zum Beispiel auch 9 Uhr bis 10 Uhr, und sieht man halt auch hier, hier ist die, die Eröffnungsstunde in weiß hinterlegt. Das ist direkt die Stunde danach. Und das passt immer alles zur lokalen Handelszeit. Auch egal, ob wir jetzt die gleiche Sommerzeit haben aktuell wie die Amis oder auch nicht. Und wenn das alles richtig eingestellt ist, immer nur lokale Zeit. Nie irgendwie Serverzeit. Damit haben wir nichts am Hut im StereoTrader. Ist auch natürlich ein kleiner Vorteil, weil alle, die mit MetaTrader handeln, und den StereoTrader nicht haben, die haben immer mindestens 4 Wochen im Jahr, haben die einfach Stress und können überhaupt nichts automatisiert machen, weil die Zeiten schlichtweg nicht stimmen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, ganz klar, auf alles, ja, also sei es auf FIBO-Linien, also zum Beispiel Vortages-FIBOs, weil der StereoTrader guckt nicht die Tageskerzen an, sondern der rechnet das stundenweise zurück. Und das heißt, das stimmt dann auch immer. Und wohingegen man dann zum Beispiel mit würde ich mal behaupten, 99% von allem, was es da draußen gibt, an irgendwie Indikatoren, die zum Beispiel sowas machen, Pivots ermitteln oder Vortages-Fibos oder überhaupt Fibos, dass 95% von denen einfach nicht richtig funktionieren können, weil die die Zeiteinstellungen überhaupt gar nicht haben. Und das ist halt hier alles entsprechend berücksichtigt. Also hier jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Geschichten, Fibolinien, Pivotpunkte und so weiter, das muss ja alles stimmen, weil wenn ich halt einen Schlusskurs habe, der irgendwie von 1 Uhr nachts ist, obwohl ich eigentlich den haben möchte von 12 Uhr, nur mal als Beispiel, dann kommt da natürlich was völlig anderes bei raus. Und das geht aber eben nur, wenn die Zeiten halt alle stimmen. Und auch da grundsätzlich immer nur lokale Zeit berücksichtigen. Okay, weil du das auch gerade kurz angesprochen hast und wir tatsächlich auch ein paar Fragen dazu haben, wo kann man Farben und inwieweit kann man die Farben generell ändern? Das heißt, also man kann Beispiel grundsätzlich Hintergrund ja. Von der Open Range und natürlich die verschiedenen Layouts. Ja, also man kann, also die Layouts kann ich ja hier einstellen. Also hier Klick aufs Logo bei Layout. Dort sind ja verschiedene Themes sind ja halt schon vorhanden. Das heißt, ich kann halt hier irgendwie alles Mögliche auswählen von dunkel bis hell und habe halt hier entsprechend auch nochmal diverse Chart-Themes, also mit eigentlich so mit so ziemlich allem, was man eigentlich
an üblichen Farben halt auch kennt. Man kommt aber nicht an jede Farbe einzeln dran, weil das wären halt, also ich glaube, das kann sich auch keiner so wirklich vorstellen, das sind Hunderte von Einzelfarben, die hier miteinander spielen. Und ich glaube, das will auch keiner sich antun, also so extrem daran rumschrauben. Das geht also tatsächlich nicht. Man kann aber ein paar einzelne Sachen noch ändern. Also hier sind grundsätzlich halt die Themes, ja. Ich muss hier mal zeigen, wie das jetzt zum Beispiel dann aussieht. Ja, das ist halt so ein warmes Grau. Kennt man auch aus anderen, habe ich auch schon mal gesehen. Und nur mal zum Beispiel, ja, also wem es gefällt. Ich hoffe halt einfach, dass so ein paar Geschmäcker damit bedient sind, aber entscheidend ist eben, das matcht halt alles, ja. Das ist halt alles zumindest stimmig, die ganzen Farben. Das ist nicht jetzt irgendwie irgendwas, was überhaupt nicht zusammenpasst, wird man da eigentlich eher nicht drin finden. Und wenn man aber halt zum Beispiel noch einzelne Farben ändern möchte, hier Rechtsklick, Expert Advisors, Properties, komme ich hier zumindest mal an ein paar Sachen noch ran. Ja, also ich habe halt hier zum Beispiel, kann ich auch sagen, dass ich halt meine Trade-Linien, ja, dass ich die grundsätzlich nur in Grün und Rot haben will, könnte ich jetzt hier einstellen oder, also es ist per Standard deaktiviert, aber ein bisschen hier auf Enable stellen und dann kann ich hier meine, also für Kaufen und Verkaufen und eben die goldene Mitte beim Hedge-Modus kann ich dann hier noch separat einstellen. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal die Farben, die ich haben möchte. Und dann hier unten kann ich halt die Indikationen, und das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, kann ich die Money Lines und weiß ich nicht, was alles halt ändern. Das kann man eigentlich alles hier machen, wobei, weiß ich gar nicht, die Money Lines hier dabei sind. Aber habe ich heute in der E-Mail irgendwo schon im Vorfeld gesehen, da hat jemand gefragt, ob man Close und Open und so weiter ändern kann. Ja, das geht auf jeden Fall hier, ne? Also hier ist zum Beispiel halt Symbol Close. Das heißt, das ist ja die Farbe hier. Und die zum Beispiel kann man halt entsprechend hier ändern. Also in, wo ich gerade war, Properties. Und da sind die einzelnen Farben. Wobei die aber auch, muss man auch dazu sagen, teilweise trotzdem nochmal gemischt werden, ja, also mit anderen Farben, die vorhanden sind oder mit dem Chart-Hintergrund und so weiter, damit da nicht so ein kompletter Nonsens bei rauskommt. Wobei ich gerade sehe, es könnte sogar sein, dass die beiden Farben hier vertauscht sind, weil Symbol Close sieht ja irgendwie ein bisschen anders aus. Es sieht eher aus, als wäre es das hier. Muss ich mir nochmal angucken. Also kann sein, dass hier die Beschriftung vertauscht ist. Will ich jetzt gar nicht ausschließen. Und hier kann man das auf jeden Fall machen. Okay, wo wir gerade schon bei den Chart-Einstellungen sind, da ist noch eine Frage reingekommen. Wie kann ich den Chart dauerhaft auch nach Neustart mit Barcharts statt Candlesticks darstellen? Dauerhaft mit Barcharts, also das heißt, die Geschichte hier. Wahrscheinlich, ja. Ja, also der Stereo-Trader stellt es tatsächlich selber um auf Candlesticks. Ist halt die Frage, ob man das braucht. Man könnte es natürlich auch einfach weglassen, ne? Also diese automatische Einstellung. Schreibe ich mir mal auf. Also ich glaube, das ist eigentlich nicht wirklich notwendig, dass der auf Candlesticks stellt. Aber werde ich mir mal notieren, auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zu Trailing Das heißt, Stops. Ja? Entschuldigung, das heißt dann halt, in dem Moment wäre es dann halt so, ja, sobald ich dann halt den MetaTrader neu starte, habe ich dann wieder meine Barcharts. Genau, ich glaube, das ist dann, was gewollt ist. Gut, also Trailing Stop, da kam eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen PLH Peak und PLH 1? Ganz einfach. Kann man vielleicht hier am, ich versuche mal hier ein Plugin drauf zu zaubern. Ich hoffe, das funktioniert. Deswegen war ich auch vorhin ein bisschen knapp an, weil ich muss das hier mal alles ja. Das ist halt hier meine Entwicklungsumgebung und da kann es halt immer mal sein, dass da irgendwas nicht funktioniert, weil es irgendwie gerade dann halt in der Bearbeitung ist. Aber nur um das mal kurz zu zeigen, das geht ja hier am allereinfachsten. Ich werfe jetzt hier mal kurz den Estimator an, da kann man das ja visualisieren, den Stopverlauf. So, aber irgendwas hat da, also irgendwie läuft es hier extrem langsam, das reicht nicht mal dafür, um hier irgendwas darzustellen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Weiß ich gar nicht, hat er das jetzt irgendwo gemacht? Ich glaube nicht, ne? Hier mal alles weg. So, versuchen wir es einfach nochmal. Machen wir einfach nur mal long.
Weil der rechnet halt irgendwie hier, rechnet sich gerade zu Tode. Sieht dann immer kurz aus, als würde er abstürzen und dann ist er wieder da und dann ist halt einfach nichts passiert. Nee, geht hier leider gerade irgendwie nicht. Also die Performance hier ist gerade komplett im Eimer. Ja, muss ich es halt so erklären. Und zwar, also der Unterschied beim Trailing Stop zwischen PLH Peak, ja, also hier sind ja meine Trailing Stops, ich habe halt hier PLH Peak und PLH 1. Wenn ein Wert dahinter steht, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder was auch immer, heißt das nichts anderes als Periodic Low High. Also das heißt, eine Periode ist eine Kerze, eine Bar, ein Balken, wie auch immer. Und nach Hoch und Tief von einer Kerze. Das heißt PLH 1. Und PLH 2 heißt nach Hoch und Tief von zwei Kerzen. Also entsprechend natürlich nach dem Tief, wenn ich zum Beispiel eine Long Limits dran habe und ist ja beim Trading Stop. Es ist umgekehrt genauso. Das heißt, der Trailing Stop würde dann unter dem Tief hergeführt werden von der letzten Kerze. Ganz einfach. Und hier unter dem Tief der letzten zwei Kerzen. Drei und so weiter und so fort. Oder dann unter dem tiefsten Tief. Entschuldigung, das muss ich halt immer dazu sagen. Ne? Das tiefste Tief von den letzten zwei Kerzen oder drei Kerzen. Das wäre dann halt hier maßgeblich. Würde bedeuten, wenn ich jetzt hier long wäre, gehen wir doch einfach mal long. Keine Ahnung, vielleicht dauert es ja ein bisschen, beziehungsweise ja gut, ein Minutenchart wird jetzt hier wenig Sinn machen. Heißt aber jetzt hier nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sage PNH 3. So, schauen wir jetzt mal den Trail an. Und dann setzt er sich unter das Tief der letzten drei Kerzen. Ja, kann man ja ausrechnen. 1, 2, 3, das ist genau hier. Und 1,9 Punkte drunter. Das kann jetzt hier sein, dass es halt deswegen höher ist, weil die visuelle Ausführung eingeschaltet ist. Und ansonsten wird ja nochmal ein Punkt tiefer sitzen. Und das ist genau das Prinzip. Ja? Also 1, 2, 3 Kerzen, tiefstes Tief, da bleibt er dran. Und so geht das dann halt immer weiter. Und PLH Peak würde jetzt bedeuten, er sucht sich die Kerze mit dem Peak aus. Ja? Also die den höchsten, das höchste Hoch gemacht hat und hängt sich dann dort unter das Tief. Wenn ich das jetzt hier aktiviere, fliege ich wahrscheinlich sofort raus, weil das wäre, wenn ich das starte, guckt er immer nur eine Kerze zurück und nicht irgendwie fünf, sechs, sieben Kerzen, sondern immer nur eine. Und das heißt, das wäre jetzt in dem Fall, jetzt natürlich auch unglücklich hier im 5 Minuten, kann ja mal einfach mal 15 Minuten gehen, vielleicht sieht es ja ein bisschen anders aus. Das heißt, das wäre dann tatsächlich die Kerze hier. Ja. Das heißt, hier dürfte sich dann auch entsprechend gar nichts verändern, wenn ich auf PLH Peak gehe. Noch ein bisschen ist runtergerutscht, warum auch immer. Also das wäre auf jeden Fall jetzt meine Referenzkerze, weil die das höchste Hoch gemacht hat. So, und hier genauso im 15-Minuten-Chart, wenn ich dort jetzt auf PLH 3 zum Beispiel stattdessen gehe, passiert erstmal gar nichts, weil der Trigger nicht erreicht ist. Der muss natürlich überschritten sein. So, und dann wären es halt einfach tiefste Tief von den letzten drei. 1, 2, 3, das war die mit dem tiefsten Tief und da klemmt er sich dann entsprechend runter. Okay, nächste Frage. Gibt es in Zukunft eine Preisalarmfunktion? Eigentlich nicht. Also ich meine, kann der MetaTrader ja, ne? Deswegen muss man das ja hier nicht unbedingt auch nochmal irgendwie einbauen. Also mir fällt jetzt irgendwie nicht so wirklich ein Grund ein. Es gab tatsächlich mal ein Feedback, dass wenn man das über den MetaTrader macht, die Linien, die dann angezeigt werden im Chart, leider unter dem Panel liegen und somit nicht gesehen oder verschoben werden könne. Ja, stimmt, da war mal was, ich erinnere mich, ja. Das ist richtig. Da, ja, ich muss es aber mal hinten anstellen. Also, das ist halt so der einzige Grund. Mir fehlt auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen Feedback, so wie viele Leute nutzen das, ne? Also ich nutze es zum Beispiel gar nicht, ja. Sondern irgendwo, weil ich setze dann lieber gleich die Order irgendwo hin und statt da halt irgendwie einen Preisalarm dann halt irgendwie zu setzen. Aber trotzdem, klar, also das ist ja auch Geschmackssache. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf, wenn das irgendwie auch für viele wichtig ist und dann soll es daran nicht scheitern. Okay, nächste Frage. Hi Dirk, wenn ich den SealTrader auf Offline-Charts anwenden möchte, wird zwar der Kurs korrekt angezeigt, die Candles werden allerdings nicht mehr weitergezeichnet. Am MetaTrader 4 gibt es keine Probleme.
kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Ich glaube, das hatten wir auch im Support, oder, Nelson? Also, wenn ich mich da richtig Ja, erinnere. genau. Ja, weil ich halt, ich habe mit Offline-Charts, muss ich echt gestehen, überhaupt gar keine Praxiserfahrung. Und ich habe bisher nur Feedbacks und ich weiß, dass es der eine oder andere nutzt, aber das ist halt das erste Mal, wo ich jetzt höre, dass es halt irgendwie da Probleme geben soll. Und ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist, aber vielleicht wäre es ja möglich, mir da mal irgendwie ein kurzes Video oder so zu machen oder eine ausführlichere E-Mail, damit ich halt auch selbst weiß, was ich da genau einstellen muss und mir das dann auch mal angucken kann. Und dann auch vielleicht mal auf die Suche gehen kann, auf ja, ob da irgendwelche Fehlermeldungen oder irgendwo was sind, weil kann ich ansonsten jetzt, so leid mir das tut, an der Stelle echt nicht beantworten. Ja, also vielleicht auch eine kurze Ergänzung. Der wird in dem Zusammenhang wird der Periodenkonverter genutzt, um entsprechende Zeiteinheiten darstellen zu lassen, die jetzt standardmäßig nicht drin sind. Und es gab auch mit anderen EAs teilweise schon ja, die eine oder andere Schwierigkeit. Also es muss nicht zwingend am Stereo Trader liegen. Gut. Dann nächste Frage zum Thema Handelszeit. Die Indikatoren laufen bei korrekter Zeiteinstellung trotzdem 24 Stunden. Oder wie stelle ich die Handelszeit von 8 bis 22 Uhr ein? Welche Indikatoren? Das Ist ja die ist Frage. genau. Also, Ich weil glaube, ich grundsätzlich glaube so. vielmehr die Intention hinter der Frage ist, ob es möglich wäre, praktisch den Nachtkurse mit dem Stereo Trader auszublenden. Nee, geht leider nicht. Da sind wir eigentlich wieder beim Thema Offline-Charts. Damit geht es dann wohl. Und weil dort kann ich das halt, also gibt es wohl Möglichkeiten, das einzuschränken. Aber mit dem Stereo Trader selber nicht. Und auch alles, was ich an Indikatoren da irgendwie draufpacke, was jetzt nicht vom Stereo Trader kommt, kann damit natürlich auch überhaupt nichts anfangen. Also mit dieser Handelszeiteneinstellung geht leider nicht. Aber halt natürlich alles, was im Stereo Trader programmiert ist, kann das natürlich entsprechend berücksichtigen, klar. Also wie es ja hier zum Beispiel dieses SDX-Plugin, was ich da unten gerade drin habe, dass er da halt zum Beispiel auch macht, aber andere können es halt leider nicht. Okay, die nächste Frage, die da kommt, da soll ich wegschauen, deswegen kann ich dir auch nicht vorlesen. Da kannst du selber entscheiden, Dirk, ob du das beantworten möchtest. Ja. Also vielleicht nur um da mal kurz irgendwie ein bisschen das Mysterium rauszunehmen, da geht es um eine, also es wird ein Add-on für den Stereo Trader geben, ja, und das ist schon sehr, sehr innovativ, was da kommt. Das wird vorgestellt am 12. Bei den IB Days zusammen mit einem Kollegen von mir und mit dem ich bis jetzt noch nicht in Erscheinung getreten bin und der mit mir auch noch nicht. Und das wird deswegen soll das auch ein bisschen Überraschung bleiben. Und da wird halt was kommen und darauf bezieht sich diese Frage. Und ich möchte dem natürlich nicht vorgreifen und deswegen werde ich die jetzt hier auch nicht beantworten. Aber ich glaube, derjenige, der die Frage gestellt hat, der kann ja mal irgendwie eins und eins zusammenzählen. Und ich glaube, dann hat er auch seine Antwort. Also tatsächlich hatte ich da noch nicht mal diese Frage gemeint, sondern wirklich Ach eine so. Frage, die im Chat ist. Aber Okay. da hast du jetzt ja auch erstmal schon mal eine Antwort gegeben. Also du kannst aber noch mal im Ja. Chat gucken. Da ist eine zweite Frage, da soll ich auch wegschauen. Also. Ach, okay, alles klar. Nö, die machen wir nicht. Okay. Gut, dann nehmen wir direkt die nächste Frage. Hallo Dirk, lässt sich der Stop-Loss auf Impulsbasis automatisiert nachziehen? Zum Beispiel nach Definition, dass der Stop-Loss auf Basis der letzten High der letzten 12 Perioden nachgezogen wird. Ja, das habe ich auch gerade, glaube ich, gerade gezeigt, ne? Also, das geht genau damit. Ja, also, dann müsste ich halt hier entsprechend ja nur PLH12 auswählen. Gibt es jetzt gerade nicht, kann man ja aber ergänzen. Wie das geht, kann ich auch mal kurz zeigen. Hier gibt es jetzt nur eine 10. Einfach aufs Logo klicken und dann oben bei Layout. Und dann habe ich ja hier entsprechend, nee, Quatsch, wo ist denn das? Muss ich selber suchen. Hier bei PLH Trading Perioden müsste ich hier einfach nur eine 12 dazu machen. Semikolon dahinter und dann erscheint das entsprechend auch hier. Gibt es das dann jetzt auch? Alter Schwede, ist das hier lame. Das ist echt, das tut ein bisschen weh. Und so, dann habe ich hier eine PLH12. Und aber die Frage war jetzt irgendwie nach dem Peak. Das heißt,
Also hier würde jetzt einfach nur unter dem tiefsten Tief der letzten 12 Kerzen nachziehen. Wie das jetzt noch anders Sinn machen könnte, ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Aber gerne mal ein bisschen ausformulieren. Und vielleicht kommt mir da was dabei raus, was man ja irgendwie oder was bereits implementiert ist. Aber das wäre jetzt halt hier einfach nur der gängigste Weg, ja. PHP, findest du? Ja, so hatte ich aber die Frage auch verstanden jetzt. Dann noch eine kleine Ergänzung bezüglich Offline-Chart bzw. Period-Converter und Stereo-Trader. Also hier ist auch ein Teilnehmer, der das entsprechend. Hier ist, glaube ich, noch eine, die passt gerade thematisch Okay, dann nehmen wir das erstmal. dazwischen Genau, also wenn von der der. PLH-Peak aktiv ist, zum Beispiel im 15-Minuten-Chart und die Zeiteinheit wird dann auf 5 Minuten umgestellt, wird der Stop dann in 15 oder 5-Minuten-Chart nachgezogen. Genau. Das wird angezeigt. Also grundsätzlich dort, wo ich den Trail aktiviere. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage PLH 12 und aktiviere jetzt den Trail. So, ich bin jetzt hier im 15-Minuten-Chart. Das heißt, das merkt er sich, dass er im 15-Minuten-Chart trailen soll. Das sieht man auch daran, wenn man hier die Maus drüber bewegt, steht auch da Trailing Stop M15, M15. Ja, falls es hier auch mal irgendwann kommt, ja. M15, ja, das ist der aktivierte. Und das heißt, wenn ich jetzt hier umschalte auf 5 Minuten und dann bleibt der natürlich auf den 15 Minuten und geht dann nicht auf 5 Minuten. Ja, das sieht man auch hier, steht immer noch auf M15. Ja, also kann man dann beliebig kreuz und quer umschalten, ändert nichts an dem Trail. Der ist dort verankert, wo er aktiviert wurde oder wo das letzte Mal der Wert für irgendwas geändert wurde. Aber im Zweifelsfall einfach die Maus drauf bewegen und dann sieht man das. Wir haben Okay. übrigens auffallend viele Frauen hier. Das finde ich echt gut. Ja, und vor allen Dingen an der Stelle nochmal ein Dankeschön für die aktive Teilnahme. Ich denke, so haben wir uns das auch vorgestellt und so macht das auch entsprechend Spaß. Ich denke auch für alle. Dann, Ja, absolut. genau, ja, dann hier noch, wie gesagt, die Ergänzung noch mit bezüglich Period Converter und Stereo Trader Offline Charts. Ich werde mir das auch nochmal angucken. Dirk guckt sich das auch nochmal an und vielleicht kann der Teilnehmer, der hier auch anwesend ist und auch tatsächlich auch die Frage gestellt hat, uns da nochmal ein Feedback geben, eventuell in Form von Screenshots oder sogar ein kleines Video. Dann können wir uns das nochmal genauer angucken. Ja. So, dann haben wir eigentlich alles durch, so wie ich das sehe, bis auf den Martin, den ich vertröstet habe am Genau. Und Anfang. ich habe hier noch tatsächlich noch in der E-Mail noch eine Frage und zwar in Verbindung mit dem Gitter mit der Gitterfunktion im Stereo Trader, Entschuldigung, im MetaTrader, dass diese entsprechend verschwinden, wenn man im Stereo Trader was einstellt oder umändert. Genau. Also die wird tatsächlich permanent weggeblendet. Das ist absolut richtig, weil die ist ja Nonsens, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, was man damit anfangen kann, außer dass man sich irgendwie halt ein Netz da reinzeichnet, was aber überhaupt gar keine Bewandtnis oder keine, in keinster Weise ist es ja irgendwie mit dem Kurs verankert. Und weil der Stereo Trader ja ein eigenes Grid hat. Also das heißt, also hier ist es ja halt eben über die Round Marks. Und das ist ja zum Beispiel halt, also jetzt die 100er-Marken, ja, das ist ja dann im Grid, was ja eben dann halt auch am Kurs dran hängt. Und das ist der einzige Grund. Also, ich weiß nicht, benutzt das jemand, das Grid? Also, wenn man einen Stereo Trader hat, aber man kann es ja einschalten, ja. Also, nur, das ist halt, das sieht man ja hier schon, ja. Also, wenn ich skaliere, das Grid bleibt stehen und die Kerzen verändern sich. Also, was das ist halt totaler, naja. Ich würde es mal als Unsinn bezeichnen, aber okay. Wenn es irgendwie trotzdem Sinn macht, das eingeblendet zu lassen, also das wird halt tatsächlich von Anfang an ausgeschaltet. Sobald der Stereo Trader startet, verschwindet das Grid. Das ist richtig, ja. Okay. Also ich will ja jetzt keinen Rat geben, Gottes Willen, ja. Aber es geht ja wirklich um die Logik dahinter, ja. Also wo ist die Logik? Das verstehe ich halt nicht. Es ist einfach nur gemalt. So. Aber ohne Bezug zum Kurs. Dann zwei Fragen noch, dann haben wir die Zeit auch ganz gut genutzt. Und zwar einmal bezogen auf die Strategieprofile, die man ja im Stereo Trader entsprechend einstellen kann. Hier hat ein Kunde zwei Strategien eingestellt und nach dem Neustart sind die Strategien wieder auf Non umgestellt worden. Kannst du mir vielleicht was dazu sagen? Ja, ist mir bekannt.
liegt leider daran, dass der MetaTrader da nicht alle Informationen speichert, die ich oder die SteroTrader bräuchte, dass er da beim Neustart überhaupt nachvollziehen könnte, was jetzt die letzte Strategie gewesen ist. Und das ist halt so ein bisschen, ja, das ist halt leider das Problem dabei. Und ich habe mir da auch schon öfters mal Gedanken drüber gemacht. Also vielleicht, damit es halt die anderen auch verstehen, es geht ja hier um, ich kann ja verschiedene Strategien einstellen. Ja, also hier steht ja immer per Standard auf, Strategiename ist keiner. So kann ich ja halt verschiedene Trades komplett voneinander isolieren. Kann dann halt in dem einen Chart, was weiß ich, einen Swing machen, dem anderen dann irgendwie Intraday-Ausbrüche und in dem dritten Chart irgendwie scalpen. Und man sieht nur die Orders und Positionen jeweils von also die zur Strategie dann halt gehören, ja. Dazu muss man hier einen Strategienamen angeben. Und wenn man das jetzt macht, also zum Beispiel dann mit drei verschiedenen Charts, man beendet den MetaTrader und startet nochmal neu, dann ist zwar überall der SteroTrader noch geladen, aber die Strategie leider nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Ich hoffe, dass das mit der MT5-Version in irgendeiner Form behoben werden kann. Aber wie gesagt, da fehlen einfach leider Informationen, die der MetaTrader so ein bisschen geheimnisvoll speichert. Und wo man leider nicht drankommt. Also ich habe das auf dem Schirm, sobald es da irgendeine Lösung gibt, wird da auch mit Sicherheit was kommen. Kann mir auch nochmal Gedanken zum Workaround da machen, aber momentan leider nicht zu ändern. Dann, genau, kommen ich wir habe zur mir ganz letzten kurz. Frage. Oder wolltest du noch was hinzufügen, was ergänzen? Geht Was das machen wir das? um die Pullback-Geschichte Genau, gerade? ja, genau. Darfst du gerne formulieren. Hallo Dirk, kann man den Take Profit auch mit der Pullback-Funktion nutzen? Natürlich. Also es ist ja, das Limit Pullback ist ja eigentlich nichts anderes als ein Trailing Stop bezogen auf eine einzelne Order, also von der Logik her, ja. Und ich kann natürlich ich muss ja nicht den Take Profit setzen. Take Profit würde ja einfach nur heißen, das ist ja letzten Endes nichts anderes als, das war jetzt natürlich clever, ne? Den Stop-Loss da oben hinzuziehen. Sag mal. So, das heißt, wenn ich jetzt hier den Take-Profit hinziehe, ist das ja nichts anderes als eine Limit-Short. Ja, also nichts anderes ist ein Take-Profit. Und ist nur MetaTrader halt separiert. Eigentlich bräuchte man das überhaupt gar nicht, sondern könnte einfach Orders hinsetzen. Und das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich Stop-Loss und Take-Profit deaktiviere und packe mir hier stattdessen eine Stop-Sell und eine Limit-Sell hin, ist es genau das Gleiche. Ja, und das wäre ja eigentlich so die klassische Definition. Das heißt, ich würde auch hier noch sagen, alles klar, hier noch entsprechend die OKO-Orders setzen. Das ist so, wie zum Beispiel halt ja andere Plattformen, also speziell Pure-Future-Plattformen halt funktionieren. Das heißt, da gibt es ja nicht wirklich einen Stop-Loss und Take-Profit. Es ist tatsächlich beim MetaTrader aber so, dass es das dort explizit nochmal gibt, aber der Effekt wäre hier der gleiche. Und damit bin ich ja auch schon bei der Antwort von der Frage. Klar, das hier ist ja jetzt mein Take Profit und die hat automatisch schon einen Pullback. Und entsprechend kann ich die natürlich verwenden, statt halt eine Take Profit Order. Und natürlich auch wiederum mit dem Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier mit mehreren Positionen long bin, und kann mehrere Take-Profits dann auch setzen. Das heißt, so habe ich dann zum Beispiel zwei Teilverkäufe, die beide ein Pullback haben. Ja, also deswegen den Take-Profit da selbst noch irgendwie an einen Pullback zu hängen, das macht ja keinen Sinn. Also beziehungsweise, das wäre halt ja einfach nur letzten Endes dann alles doppelt und dreifach, weil so geht es ja. Und im Endeffekt kann ich mir die halt auch sparen, ja, wenn ich will. Und kann ja auch genauso gut sagen, ja, pass mal auf, oh, ey, das ist hier, die Performance macht mich hier ein bisschen wahnsinnig gerade. Kann ja auch sagen, hier oben fängst du an zu trailen. Das kommt ja dann halt auch wieder aufs Gleiche raus. Oder ich kann es ja halt auch, wenn ich das nicht möchte, eben halt kombinieren, kann sagen, gut, hier Break-Even und da oben mein letzter Teilverkauf und gut ist. Und die hier muss ich natürlich nicht machen, dann kann ich natürlich ganz klassisch hier meinen Stop-Loss hinsetzen. Und so habe ich dann halt entsprechend zwei Take-Profits und beide haben Pullback. Das okay. War der Klaus. Eine letzte Frage noch, die gerade noch so reingekommen ist. Und zwar, Buy und Sell sind beim SteroTrader und MetaTrader vertauscht.
Das ist kompliziert. Besteht die Absicht, bei uns selbst tauschen zu können? Ich glaube, diese Frage hatten wir auch schon mal ganz am Anfang, meinem ersten Webinar. Ja, das hatten wir schon mal. Ich glaube aber auch, dass der Meta-Trader der einzige ist, bei dem es umgekehrt ist. Also ich weiß es nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ist nicht vorgesehen, kann aber sein, also ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, aber es kann tatsächlich sein, dass das intern vorgesehen ist und nach außen nicht freigeschaltet. Ich kann mir das mal angucken. Wenn das so ist, kann ich da einen Schalter einbauen, dass man das umstellen kann. Und also du beziehst der Frank bezieht sich ja wahrscheinlich hier auf insbesondere die Geschichte und dass dort eben links kaufen, rechts verkaufen ist und nicht umgekehrt. Und vermutlich ja nicht hier auf die Darstellung. Ja. Also aber das ist, glaube ich, da gibt es tatsächlich einen Schalter, der ist eben nur nicht nach außen gelegt, also beziehungsweise nicht zugänglich, es müsste eigentlich gehen. Also direkt schon zwei Feedbacks, bitte vertauschen, wäre super. Gut, dann haben wir tatsächlich alle Fragen durch. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wie gesagt gerne per E-Mail, falls wir jetzt hier irgendwie was vergessen haben. Ich glaube aber nicht. Ich fand, für den ersten Termin ist es wirklich sehr gut gelaufen. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Also Wir dürfen den Martin aber jetzt aber nicht vergessen, ne? ja, aber da muss ich ja wegschauen, da kann ich leider nichts zu sagen. Nee, es ging ja um die Funktion. Die können wir ja zum Schluss noch dranpacken. Die Funktion. Okay. Wie muss ich mit Panel Safe Settings umgehen, war die Frage. Das betrifft die Ah, richtig, Programmierung. richtig, ja. Ja, mit Panel Safe Settings muss man gar nicht umgehen. Die kann man komplett ignorieren, weil das wird ja alles von selbst gemacht. Also damit ist gemeint, hier unten zum Beispiel, das ist ja so ein Panel, das entsteht automatisch, sobald man halt einen Automaten, Roboter-Indikator oder was auch immer dafür baut, gibt es halt so ein Panel, genau wie hier unten eben auch. Das hat nur keine Funktion, aber es ist grundsätzlich immer da. Das ist ein Beispiel aus den Programmierungen, das heißt Candle ATA 01. Aber damit muss man gar nicht umgehen. Also passiert immer automatisch nicht pro Timeframe, aber halt mit Umschalten vom Timeframe wird ja zum Beispiel ein Indikator neu geladen und das wird unsichtbar gespeichert. Also da muss man wirklich überhaupt nichts machen. Bei mir funktioniert das aber nicht, sagt er. Ich wüsste jetzt nicht, was da nicht funktioniert, weil es funktioniert in den ganzen Beispielen eigentlich. Wenn du da mal explizit, wenn du selbst was programmiert hast, wo du das eingebaut hast, dann kannst du gerne mal den Quellcode oder mal Teile davon irgendwie mal zeigen und dann kann ich mir gerne mal angucken, wo da das Problem liegt. Weil es funktioniert auf jeden Fall. Also, weil hier nur mal zum Beispiel, wenn ich hier irgendwelche Buttons aktiviere, es geht ja dann darum, sich sowas dann zu merken. Ja, und wenn ich den neu lade, den STX30, was ja schon passiert, wie gesagt, wenn ich den Timeframe umschalte und dann sieht man, dann sind die auch immer noch da. Das heißt, die Einstellungen werden gespeichert und es funktioniert auch. Und nur darfst du die Funktion halt nicht aufrufen, weil es halt eben von selbst passiert. Und dann kann es natürlich sein, dass es da halt irgendwie zu Schwierigkeiten da an der Stelle kommt, weil wenn ich hier mal kurz auf das Beispiel gehe, dieses Candle ATA 01, und dann sieht man ja halt, das ist nicht vorhanden. Also hier bei der Init, weder bei der Init noch eine De-Init, weil es halt eben komplett von selbst halt passiert. Da muss man nicht irgendwie Panel Safe Settings oder sonst irgendwas dahin schreiben. Alright. Der Okay. Nelson hat schon Feierabend. Nein, 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 nein. Ich bin der Letzte, der geht und die Tür zumacht. Gut, dann ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Wenn Ihnen dieses neue Format gefallen hat, gerne kurzes Feedback an uns und natürlich die Teilnahme an dem nächsten Termin am 22. September, soweit ich das in Erinnerung habe, ist korrekt. Das wird mal ein ungewöhnlicher Tag, nämlich mal ein Freitag sein. Ich hoffe trotzdem, dass Sie da zahlreich erscheinen. Vielen Dank an dich, Dirk, für das Webinar heute und natürlich die ganzen Informationen. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich wünsche allen schon mal einen schönen Abend und wie immer hat Dirk das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite danke.
Und ich hoffe, wir konnten hier ein bisschen weiterhelfen. Und ansonsten, wenn irgendwas ist, jederzeit an Support oder wenn es ein bisschen kniffliger ist und irgendwie ein bisschen was gezeigt werden muss, dann gerne beim nächsten Mal, wenn wir das hier nochmal machen. Also hat auf meiner Seite Spaß gemacht. Ich denke, es ist halt auch ganz sinnvoll, das so zu machen, weil ja auch die Fragen eigentlich dann doch immer so sich großteils decken und dann natürlich auch andere Teilnehmer auf Lösungen kommen oder halt auf Ansätze kommen, die sie vorher noch nicht gesehen haben. So, damit von meiner Seite auch. Wir haben ja diese Woche Freitag übrigens wieder, ne? Ist ja NFP Live Trading oder ist es nächste Woche? Nee, diese nee, Woche, das ne? ist jetzt am Freitag tatsächlich, genau, ab 14 Uhr, wie immer. Ich werde aber leider nicht anwesend sein. Da wird der Kollege wieder übernehmen. Aber natürlich gerne wieder jetzt am Freitag und ich hoffe, da ihr genug Bewegung habt, um wieder was zeigen zu können. Jo. Ja, dann bis dahin. Wünsche allen einen schönen Abend. Auch dir, Nelson, danke. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, danke schön. Tschüss zusammen. Tschüss.